Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, ein neuer Sky Receiver. Und zwar der Sky Mini. Den wollen wir jetzt auspacken und ich werde auch ein Anschließvideo machen, wobei ich es bei mir nicht final anschließen werde, weil der ist nicht für mich, der ist für meine Mama. Da werde ich euch im Video aber gleich alles erklären. Und Sky hat da auch ein bisschen Blödsinn gemacht beim Verschicken. Erkläre ich euch auch gleich im Video. Meine Mutter will halt noch einen Receiver haben für das Kinderzimmer. Und dann müsste noch ein zweiter kommen, der auch noch nicht da ist. Ich habe zwei bestellt für meine Mama. Mama sagt immer, mach du mal. Und dann muss ich für sie anrufen. Habe zwei bestellt für sie. Der zweite ist noch nicht da. Ich hoffe, der kommt bald. Den werde ich dann auch einrichten für Mutti. Und einer soll ins Kinderzimmer und einer soll ins Schlafzimmer. Ja? Ich habe Sky gesagt, also vorab, machen wir jetzt beim Auspacken gleich. Das, wie gesagt, das ging zu meiner Mutter. Teilweise hat es geklappt, teilweise hat es nicht geklappt. Weil ich habe Sky angerufen und habe mit Sky geredet. Da war meine Mutter noch nicht im Krankenhaus und die war mit bei. Die hat auch das okay gegeben und so. Die müssen ja dann sich absichern und so, sage ich. Das Ding, das muss zu mir. Und habe meine Adresse angegeben. Weil meine Mutter ist im Krankenhaus. Und wenn ich nicht da bin und der Postbote kommt und sagt, oh, du nicht da, dann Ding muss ja mit Unterschrift und Ausweis und so, dann geht das in eine Filiale. Meine Mutter ist aber ein paar Wochen im Krankenhaus und sie kommt nicht raus, Corona. Ich darf sie auch nicht besuchen, nix. Also könnte ich das nicht mal abholen. Beziehungsweise nach 7 Tagen geht das ja wieder zurück an Sky. Und deswegen habe ich gesagt, die sollen das zu mir schicken. Hab meinen Namen gesagt und meine Adresse gesagt. Was haben sie gemacht? Sie haben meinen Namen zwar genommen, aber die Adresse von meiner Mutter. Glück war, dass da halt mein Name drauf stand. Deswegen konnte ich halt mit meinem Ausweis das abholen. Und die kennen mich ja hier und die wissen, dass ich da mal gewohnt habe, logischerweise. Aber trotzdem. Aber wenn jetzt noch eine Box kommen würde und die wäre meine Mutter, obwohl sie mich kennen, dürften sie die halt nicht rausgeben. So, dann haben wir hier ein kleines Heftchen. So, dann haben wir hier nochmal, oh Gott, der ganze Papiermüll immer. Dann haben wir hier ein Installationsguide. Ich bin mal gespannt, ob wir schon die neue Fernbedienung, doch, wir haben die neue Fernbedienung schon mit bei. Wir haben eine HDMI-Kabel mit bei, wir haben die Sky Mini Box, wir haben Sprachfunktion, wir haben Netz- und Sicherheitshinweis und ja, die LED leuchtet halt in verschiedenen Farben, also noch so ein Heft. So, nochmal ein Heft und nochmal ein Heft. Hier haben wir dann den lilanen Sky-Kabel. Ich habe bei meiner Skybox jetzt mal versucht, weil bei der letzten hat es ja nicht funktioniert. Da habe ich jetzt wo habe ich sie denn jetzt? Ah, habe ich weggeräumt. Von Kabel direkt die Kabel genommen. Die 8K-Kabel und die 4K-Kabel, die haben funktioniert. Die anderen Kabel, die ich versucht habe, dran anzuschließen, da kam am Fernseher kein Bild. So, dann haben wir ein Stromkabel. Wir haben Fernbedienung, Batterien zur Fernbedienung. Da haben sie sogar die guten. Sind doch die Duracell, oder? So, die werden wir auch gleich mal reinmachen. Ja, Duracell. Zack. Zack und zu. Und wir haben so ja schon die neue Fernbedienung mit der Sprachtaste hier unten. Bei der alten, die ich habe, bei meiner ist ja hier die Sprachtaste gewesen, habe ich schon die neue Fernbedienung gekriegt. So, das ist jedenfalls gleich die ganz neue. Diese Sky Mini Box ist auch nicht für jeden geeignet. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Warum, weshalb und so. Ich muss nur gucken, wie man das jetzt hier aufmacht, ohne dass ich das kaputt ruppe. Weil falls was ist, muss ich das ja auch mal wieder zurückschicken können. Achso, okay. Dann nehmen wir das hier raus. War nur ein bisschen fest dazu. Ist auch gut verpackt. Wir haben auch hier noch in dem Pappkarton auch noch Kork drin, damit das wirklich unbeschadet ankommt. So. So,
Dann haben wir hier die Sky Mini Box. Ja, wir haben hier vorne halt den, ich würde mal zeigen, den ER-Sensor. Dann haben wir hier so eine Verbindentaste mit WLAN an und aus. Und hier steht Sky. Hier vorne ist Sky auch nochmal groß drauf. Unten haben wir so geriffelt. Schöne große Gummifüße. Und hinten haben wir, so, haben wir einmal einen USB-Anschluss. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht versucht, aber man könnte vielleicht eine Festplatte anschließen. Einen optischen Anschluss haben wir für die Dolby-Anlage oder AV-Receiver oder so. Dann haben wir ein LAN-Kabel und ein HDMI, der auch extra gekennzeichnet ist. Und so einen Reset-Knopf haben wir noch und einen Stromknopf. Das war's. Wir haben hier keine Festplatte verbaut. Also intern ist keine Festplatte dran. Ob über den USB eine externe anschließen, denke ich mal schon. Aber ob wir über die externe auch aufnehmen können, wage ich zu bezweifeln. Glaube ich jetzt so direkt nicht. Müsste ich dann erstmal testen. Die Sky Mini Box, die könnt ihr nur nutzen, wenn ihr schon eine normale Skybox im Haushalt nutzt. Also so hat mir Sky das erklärt. Es muss eine normale Skybox im Haushalt sein, weil die halt nur also die hat ja auch keinen Anschluss für Antennenkabel, die wird nur über Internet betrieben. Und dadurch, ja, muss man halt irgendwie, haben sie mir erklärt, eine Box schon haben, weil der prüft das ab, ob schon eine Box im Haushalt ist, und wenn nicht, dann geht's nicht oder so. Keine Ahnung. Die läuft dann übrigens, wenn ihr SkyQ habt, über, ja, könnt ihr 5 externe Geräte nutzen, also Fernseher oder was weiß ich, oder Handy. Das ist, dann geht die da rein. Dann ist eine Möglichkeit, ein Handy zu betreiben oder so, ist dann weg, weil da läuft die SkyQ-Box dann drunter, die Mini. Ich habe eine ja schon angeschlossen für meine Mutter zu Hause, von meinem Bruder die. Die hat da meiner Mutter kurzzeitig geliehen für das Kinderzimmer. Also weil seine Tochter da ja, weil die halt ist krank, die hat mit dem Fuß, also hat sich, Kniescheibe ist raus und egal. Und da wollte sie was gucken und deswegen hat mein Bruder halt seine Sky Mini, die er im LKW hat, vorbeigebracht. Ich habe die auf meinem Mutters Account gemacht und dass die oben gucken kann. Funktioniert alles wunderbar, wirklich wunderbar. Nachteil an der Sky Mini, ihr habt keine öffentlich-rechtlichen. Also für mich jetzt nicht, weil mich interessieren öffentlich-rechtliche nicht. Ich nutze eigentlich, ich nutze überwiegend die Mediathek. Es gibt so ein paar Serien, wo ich sage, da will ich auch dahinter sitzen. Zum Beispiel Walking Dead, bei Game of Thrones, da habe ich, kann ich keinem erzählen, ey, da habe ich ja nachts um 3 noch vorm Fernseher gesessen, weil sie da die aktuelle von der letzten Staffel, also von der allerletzten Staffel, die Folgen ausgestrahlt haben und dann halt nächsten Tag Mittag nochmal, nee, abends nochmal. Ich habe sie früh um 3 dann halt schon geguckt. Also da bin ich wach geblieben. Das ging nicht. Also da, also das Ende ist trotzdem von der letzten Staffel scheiße. Aber okay. Das ist die Sky Mini. Wir werden die nachher auch anschließen. Ich wollte jetzt erstmal nur ein Unboxing machen. Die wiegt auch gar nicht so viel. Die ist klein, leistungsstark. Kann ich so nicht beurteilen. Meine Nichte hat die benutzt, aber ich habe halt testungsweise mal ein paar Filme angemacht, ein paar Serien angemacht, Mediathek genutzt, alle drum und dran. Und läuft. Also ich hatte kein Hängen, kein gar nichts. Aber mein Bruder hat auch noch die alte Sky Mini ohne das Mikrofon hier, also mit der alten Fernbedienung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da jetzt was geändert haben. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Und dann, wenn wir das schon angeschlossen haben, dann werde ich wahrscheinlich noch mal ein kurzes Video machen, um euch über Sky so ein bisschen aufzuklären, über die Sky Mini und Sky Receiver allgemein, wegen den Einstellungen. Da kamen viele Fragen wegen 4K HDR und Kindersicherung und so. Da werde ich so ein kleines Tipps und Tricks Video machen, wo vielleicht für jeden was mit bei ist. Was ich halt bei Sky Mini und bei Sky Box, also bei der normalen Sky Q, also Sky Q, Sky Q Mini, scheiße finde, sage ich euch auch so offen und ehrlich, wie ich bin: Wir haben keine Favoritenfunktion. Wir haben keine Favoritenfunktion. Mit der neuen Fernbedienung ist schnell, da kannst du sagen, Dr. Wu. Und dann sucht sie Dr. Wu raus. Und dann kannst du halt in der Mediathek gucken. Walking Dead war weg, ist jetzt wieder da, die aktuelle Staffel. Habe ich jetzt auch schon fertig geguckt, weil mir noch ein paar Folgen gefehlt haben. Man hat keine Favoritenfunktion.
In der Mediathek, also da, wo man es kaufen kann, weiß ich es nicht. Das nutze ich nicht. Ich nutze eigentlich die normale Sky-Mediathek, Filme, Serien, wofür ich ja Geld zahle. Da würde ich mir sehr, sehr wünschen, also liebe Sky-Team, falls du das jetzt hier mal sehen könntest, würdest, man weiß es nicht, wenn man irgendwie so eine Favoritenfunktion einführen könnte. Dass man praktisch Serien, die einem sehr gefallen und man sie gerne weitergucken möchte, mit einem Herz versehen kann. Oder eine Favoritenliste machen kann. Filme, Serien, dass man die noch trennen kann. Oder Favoriten, dass man sie Sci-Fi, Krimi oder was weiß ich nennst. Und dann halt Filme und Serien bei Sci-Fi drin und bei Krimi drin. Oder allgemein nur eine Liste. Weil Dr. Wu. Walking Dead, du musst ewig durchscrollen, bis du das denn gefunden hast. Und dann hier diese Wolves oder so, wie heißt denn das? Wo die Roboter auf einem fremden Planeten die Menschen da großziehen. Da hoffe ich ja, dass bald Staffel 2 kommt. Bin jetzt fertig mit Staffel 1. So Wolves oder so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da musst du ewig scrollen. Also da würde ich mir eine Favoritenfunktion wünschen oder dass man die dann so ja über Taste hier gleich Favoritentaste, bumm, und dann öffnet sich das Menü mit dem Favoriten und man ist da drin und dann hat man seine Favoriten. Aber selbst wenn nicht, ich brauche nicht mal eine Taste. Ich will einfach nur im Menü bei Serien und bei Filmen die Funktion Favoriten. Ich gehe bei Serien rauf, gehe ganz unten auf Favoriten, habe meine Favoriten, die ich mir zusammengesucht habe, da drinne und kann mir aussuchen, welche Serie ich jetzt weitergucken will. Das würde ich mir freuen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil das gibt es bei der SkyQ Mini nicht und das gibt es bei der SkyQ Groß nicht. Oh. So, das soll es jetzt dazu aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Kurzes Unboxing. Wir werden nachher dann noch ein Video machen, wie wir das anschließen. Ich bin jetzt erstmal weg. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.